Wir haben jetzt in dem Wochenende, im Laufe des Wochenends mit Constructor 2 einen eben 2D-Plattformer, eben Dogs Watch, erstellt. Und wir haben das Thema Überwachung ausgewählt. Warum? Also wir haben das Thema Überwachung ausgewählt, weil halt heutzutage ist das echt übertrieben mit den ganzen Kameras und so. Und wir wollen euch informieren, dass man halt mehr aufpassen soll im Internet und so. Ich bin die Miranda und ich war für die Character Designs zuständig von den Gegnern und des Protagonisten. Ich habe die selbst gezeichnet auf einem Tablet in einem Zeichenprogramm. Ich bin die Janina, ich war für das Design von den Hintergründen und sowas zuständig. Ich bin der Florian und ich habe beim Level Design mitgemacht und die Gegner entwickelt. Ich bin der Martin und ich habe das am Level Design mitgeholfen und auch das Musik- und Sounddesign gemacht. Ich bin der Tobias und ich habe Text gehört und an der Story oder Konzept habe ich auch mitgemacht. Ich bin der Georg und ich habe einem Level-Design mitgemacht und die Gegner mit animiert, dass sie funktionieren. Ich bin der Tobias und ich habe beim Level-Design mitgeholfen und die Texturen für die ganzen Blöcke zusammengestellt. Ich bin der Oskar und ich habe auch die Texte und so gemacht. Ja, also. Du zeigst es uns jetzt noch vor. Also in dem Spiel geht es darum, dass man der Überwachung durch so eine Kameras entgeht. Das sind die roten Dreiecke, die symbolisieren sozusagen die Sichtweite der Kamera. Wenn man da reingeht, wird man wieder am Anfang vom Level zurückgesetzt. Deswegen muss man die umgehen sozusagen, indem man hier zum Beispiel den Tunnel benutzt. Hier sind jetzt auch welche und ja. Da darf man halt auch nicht in den Kegel rein, sonst wird man wieder zurückgesetzt. Das ist dasselbe Prinzip und ja. Genau. Deswegen muss man so Wege nehmen, um den Kameras zu entgehen. Das soll halt zeigen, dass die Überwachung in der Realität nicht gut ist und man die möglichst umgehen sollte halt. Genau. Es war relativ ein Hocken für uns, weil wir haben eigentlich die wenigsten von uns haben jemals mit Unity oder eben in dem Fall jetzt Constructor 2. Wir wollten es ursprünglich mit Unity machen, aber wir haben halt alle noch nie wirklich groß damit gearbeitet, bis auf wenige. Und deswegen danken wir auch nochmal unsere Mentoren voll, weil die haben uns auf das Programm erst gebracht, vor allem die Susi hat uns da drauf gebracht. Und ohne dem war das einfach nicht möglich gewesen, da hätten wir es wahrscheinlich aufgeben müssen. Und eben, man kann auf die Gegner wie bei Mario draufspringen. Oder auch nicht. Und also danke und jeder, der es probieren will, der kann es jetzt nur probieren im Nachhinein. Genau.